Wie gefällt dir das neue Hercules Center? Eigentlich ganz gut, ja. Okay. Glaubst du, das wertet die Bahnhofstraße jetzt nochmal so ein bisschen auf? Ja, eigentlich schon. Hast du hier irgendwelche bestimmten Lieblingsläden? Ja, H&M und Bubble Tea, also wo die Bubble Tea da kaufen. Okay. Glaubst du, das wird jetzt Wetzlar irgendwie auch nochmal ein bisschen verändern, dadurch, dass das hier alles neu ist? Ja, denke schon. Okay. In welchem Sinne wird das verändern? Kein Plan. Gut. Ich habe eine Hose gefunden, die ich lang gesucht habe und ich bin zufrieden. Okay. Glauben Sie, dass das die Bahnhofstraße jetzt noch so ein bisschen aufwertet, das neue Hercules Center? Nein. Nicht? Okay. Also keine Chance dafür, dass die Bahnhofstraße jetzt von ihrem Image wegkommt? Nee, weil das ist ja nicht die Bahnhofstraße, das ist ja der Eingang der Bahnhofstraße, der ja mit dem Rest der Bahnhofstraße gar nichts zu tun hat. Mhm. Also es sind ja die anderen, eigentlich nur die Leidtragenden, ist ja logisch. Wenn sie hier hingehen, können sie nicht dahin gehen. Mhm. Wenn sie hier umsonst parken, werden sie auch nicht dahin. Nö, auf keinen Fall. Sehen Sie da überhaupt noch eine Chance, dass sich da hinten irgendwas tut, dass es mal wieder eben so ein gewisser Aufwind da reinkommt? Nein. Absolut nicht. Also es wird jetzt weiter so vor sich hin vegetieren, meinen Sie? Ja, genauso wie der Lahnhof auch. Ja. Den muss man ja mit einbeziehen, wenn man von der Bahnhofstraße redet, weil das ist ja praktisch die Nebenstraße zur Bahnhofstraße geworden, schon vor 25, 30 Jahren. Ich kann mich erinnern noch, ich bin schon auch doch so alt und ich glaube nicht, dass ich das wieder so ausbauen lässt durch dieses große Angebot. Was glauben Sie, was die Gründe dafür sein könnten, dass das jetzt so runtergekommen ist? Weil das Hercules Center halt damals gebaut wurde nach dem Lahnhof. Der Lahnhof war ja das erste Center, dann kam das Hercules Center und dann kam das Forum. Und da brauchen wir jetzt nur eins und eins und eins zusammenzählen, dann weiß man, warum der Rest auf der Strecke geblieben ist. Ja. Wie finden Sie das neue Hercules Center? Ja, es sind schöne Läden, aber ein paar Läden könnten auch noch mehr da sein. Also es könnte noch ein bisschen mehr Vielfalt da sein. Und was finden Sie jetzt gut daran? Ja, die Läden, also zum Beispiel Klamotten, Jacken, Hosen, alles, da gibt es wirklich viel, also viel zu kaufen von. Und finden Sie es jetzt, es bringt mehr Leute in die Bahnhofstraße? Ja, ich denke mal schon auf jeden Fall, wenn es vor allem Leute, die Kleidung suchen, halt Oberbekleidung, Jacken vor allem, dass die Leute halt als erstes hier reingehen. Ja. Und was sind jetzt Ihre Lieblingsläden hier vom Hercules Center? Ja, ich denke mal der Intersport und ja, das C&A, würde ich sagen. Wie finden Sie das neue Hercules Center? Ich finde es ein bisschen steril gemacht. Generell ist es schön, ja, weil die Shops und die Eingänge von außen, das ist echt klasse gemacht. Auch hier vorne bei Moos, dass man sich draußen hinsetzen kann, ist super. Aber das Sterile, das finde ich ein bisschen nervig. Denken Sie, irgendwas könnte das Forum noch toppen, oder? Wenn die Bahnhofstraße ein bisschen mehr ausgebaut werden würde. Also hier die komplette, weißt du, wir haben ja hier nur das Hercules Center und dann direkt das Forum. Die Anbindung direkt an den Bahnhof ist ja eigentlich perfekt dafür. Hinten das große Parkhaus, obwohl wir ja auch ein Parkhaus drin haben, hast du da ja, ich weiß nicht, eine Stunde parken ist hier gar nicht kostenlos drin, hast du im Forum drin. Und wenn das mehr ausgebaut werden würde bis hinten in die Langgasse rein, dann würden die kleinen Geschäfte auch nicht alle da so kaputt gehen, weißt du, und dann wäre es ein bisschen angenehmer wahrscheinlich. Okay, was meinen Sie jetzt mit ausbauen? Das meine ich, dass ein paar mehr Geschäfte, jetzt das H&M hat da hinten zugemacht, ist jetzt hier hingekommen, ich brauche jetzt gar nicht mehr bis da hinten hin laufen. Das ist halt schöner, wenn du so eine Verkaufsstraße hast, weißt du, wie in Frankfurt oder in Gießen da den Seltersweg, da hast du zwar auch das Karstadt, aber die meisten Leute gehen trotzdem nochmal da und da bummeln. Und wenn ich bummeln gehe, dann schaue ich hier vorbei und da hinten vorbei und das war's. Eigentlich ganz gut, aber ich finde es eigentlich ein bisschen langweilig, weil da nicht so viel wie beim Forum drin ist. Und was findest du daran gut? Am Hercules Center. Ja. Es sind eigentlich viele Läden. Gibt es da irgendeinen Laden, den du besonders magst? Ja, H&M und Intersport. Wie finden Sie das Hercules Center? Das neue Hercules Center meinen Sie jetzt? Ja. Ja, es gefällt mir eigentlich relativ gut. Also es ist jetzt irgendwie immer noch nicht so interessant. Es ist schöner gemacht. Aber jetzt von der Auswahl an Geschäften ist es eigentlich genauso wie früher. Und ich finde, das Neue besteht eigentlich nur darin, dass jetzt einfach eben alles schöner gestaltet ist. Und das finden Sie jetzt nicht so toll? Ja, was heißt nicht so toll? Ich finde es halt einfach nicht überraschend. Es ist einfach nichts Neues gekommen. Und ich denke, es ist immer noch keine Konkurrenz zum Forum. Aber finden Sie, dass überhaupt irgendwas eine Konkurrenz fürs Forum haben sein könnte?
Nein, denke ich nicht, weil ich denke, das Forum hat hier in Wetzlar eben alles platt gemacht und es gibt keine Möglichkeit, dass jetzt irgendwie das Forum auch von irgendetwas anderem platt gemacht werden könnte. Und wenn es so ist, dann wird aus dem Forum eben dasselbe, wie hier aus dem Herkules Center geworden ist.